Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Also wir selber sind Vermögensverwalter. Unsere Firma heißt GFA Vermögensverwaltung im badischen Freiburg oder in der Nähe von Freiburg. Wir selbst sind aber nicht nur Vermögensverwalter, sondern entwickeln auch Anlagestrategien und haben daher auch beim Wikifolio ein Wikifolio-Zertifikat aufgelegt, das inzwischen immerhin seit 3,5 Jahren läuft. Mein Name ist Werner Krieger. Ich selber bin geschäftsführender Gesellschafter der GFA GmbH in der Nähe von Freiburg. Und du bist auf Wikifolio unterwegs als GFA Börsenampel, hatte ich gesehen, beziehungsweise GFA Vermögensverwaltung. Das heißt, du bist Profi, nicht Trader, sondern Vermögensverwalter. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Warum denn dann die Präsenz auf Wikifolio? Geht es da auch darum, die Strategie so ein bisschen zu spiegeln? Ja, also es geht darum, aufzuzeigen, und zwar sehr transparent aufzuzeigen, wie man mit Trend und Timing sehr, sehr gute Ergebnisse liefern kann. Wir haben daher einen vermögensverwaltenden Aktienansatz gewählt. Wir wählen die 20 trendstärksten Aktien aus dem HDAX aus, haben ein Risiko-Overlay drüber gebaut. Das heißt, wir sind in bestimmten Phasen, wenn es gefährlich wird, aus dem Markt ganz draußen und wollen einfach sehr transparent zeigen. Und das geht eben über Wikifolio. In welche Werte investieren wir und wann sind wir überhaupt investiert und wann sind wir voll investiert? Und das Ganze heißt dann Deutsche Aktien Momentum Protect. So heißt zumindest das Wikifolio. Auch in euren quasi beruflichen Portfolios, also als Vermögensverwaltung, ist die Strategie da die gleiche? Also kann man da sozusagen sich das Wikifolio anschauen und dann auch schon wissen, wie es aussieht, wenn man mit seinem Geld zu euch kommt? Ja, also zunächst einmal kann natürlich jeder Kunde, und das ist der zweite große Vorteil von Wikifolio, kann natürlich in das Wikifolio direkt rein investieren. Es ist ja ein Zertifikat, es ist geöffnet. Auf der anderen Seite ist es eine Strategie, die wir auch in der Vermögensverwaltung in Depot anwenden, also für Kunden anwenden in der Vermögensverwaltung. Nur wir brauchen ja auch einen Track-Rekord. Wir müssen ja auch zeigen können, wie gut läuft die Strategie. Und bei Wikifolio ist es möglich, eine Wertpapierkennnummer zu kriegen. Das heißt, jeder kann transparent nachvollziehen, wie ist eigentlich die Strategie tatsächlich gelaufen. Und da ist Wikifolio ideal für uns auch als Vermögensverwalter. Ja, dann erklären wir das doch noch gleich, wie es gelaufen ist. Seit 2014 seid ihr dabei, rund 70% plus. Seitdem, ja, sprechen wir mal ein bisschen über den Namen des Wikifolios und was das alles aussagt. Deutsche Aktien zunächst erstmal, das sagt ja schon viel aus. Ihr schaut euch den HDAX an, also DAX, MDAX und TechDAX. Genau. Warum dieses Anlageuniversum? Zunächst einmal gibt es sehr viele Anleger, die haben einen Home-Bias. Das heißt, die meisten Anleger interessieren sich für deutsche Werte. Da war es natürlich naheliegend zu sagen, wir wählen aus den größten 110 Aktiengesellschaften Deutschlands die interessantesten Aktien raus. Das war mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, was für uns wichtig war, Timing ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn es gefährlich wird an den Märkten, dann müssen wir aussteigen. Und wir sind im Zertifikat seit Ende 2014 5-mal komplett ausgestiegen. Das heißt, wir steigen entweder komplett aus oder komplett ein. Und wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht man, dass wir sehr, sehr gut die Drawdowns, die Einbrüche sehr, sehr gut wettmachen konnten. Das heißt, wir haben die Einbrüche nicht mitgemacht. Sobald aber die Börsenampel wieder auf grün ist, steigen wir wieder voll ein. Jeder kann das nachvollziehen bei Wikifolio. Jeder sieht, in welchen Werten wir drin sind. Jeder sieht, wann wir drinnen und wann wir draußen sind. Also das Ganze ist keine Blackbox, komplett transparent. Und insofern fanden wir es eben sehr spannend, das Ganze zu machen. Was wir nicht machen, wir sind Vermögensverwalter. Wir hätten auch Faktorzertifikate nehmen können, sprich also die Einzelwerte nochmal hebeln können. Aber wir gehen ganz nüchtern nur in die Einzelwerte rein, hebeln das Ganze nicht, haben ein Risikomanagement. Wir investieren nicht in 5 Titel, sondern in 20. Das heißt, das Risikomanagement ist für uns als Vermögensverwalter natürlich noch wichtiger wie für einen Trader, weil das ja für Endkunden sind, die man nicht erschrecken will. Wir haben allerdings hochgerechnet, würden wir Faktorzertifikate nehmen und nicht die 20 Trendstärksten, sondern die 5 Trendstärksten, dann hätten wir eine Wertentwicklung, die das Vielfache der 70% in 3 Jahren sogar gewesen wäre. Hat aber mit Vermögensverwaltung dann nichts mehr zu tun. Dann geht man in die Ecke der Trader, was ich allerdings auch nicht negativ finde. Wenn die das gut machen, ist das ja völlig in Ordnung. Aber wir sind eben Vermögensverwalter. Okay, den Punkt fand ich jetzt interessant. Warum hat es mit Vermögensverwaltung nichts mehr zu tun, aber mit 15 Werten mehr dann doch? Ja, weil die Relation zwischen Schwankungen, zwischen Drawdowns und Rendite, die muss sehr harmonisch sein. Wenn ich nur 5 Werte nehme, wird die Volatilität, die Schwankungsbreite sehr viel höher. Und wenn ich nur Faktorzertifikate nehme, dann habe ich vielleicht langfristig, wenn es gut läuft,
läuft eine sehr, sehr hohe Wertentwicklung. Aber die Relation zwischen Risiko und Rendite ist dann nicht mehr optimiert. Und wir müssen als Vermögensverwalter eher schauen, wann ist die Relation von Risiko zu Rendite optimal. Und da gibt es eben auch den Grundsatz, mindestens 20 Werte nehmen, möglichst nicht hebeln, in Drawdown-Phasen rausgehen. Das sind alles so im Bereich des Risikomanagements viele Aspekte, die wir wiederum beherzigen müssen. Jetzt hast du gesagt, mindestens 20 Werte. Gerade eben hat es eher geklungen wie 20 Werte oder maximal 20 Werte. Also wie ist diese Depotstreuung? Es geht ja auch, wie du jetzt schon angedeutet hast, auch um Diversifizieren. Ja, das ist völlig richtig. Eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn man mehr wie 20 Werte nimmt, dann verwässert man seine besten Ideen. Das heißt, dieses Diversifizieren ist zwar wichtig, irgendwo komme ich aber an einen Punkt, wo die Streuung nichts mehr bringt, sondern im Prinzip so ein Mischmasch ist. Im Prinzip spiegelt man dann den Markt, das will man ja auch nicht. Die beste Risiko-Rendite-Korrelation habe ich dann, wenn ich ca. 20, 22 Werte nehme. Mehr verwischt alles, mehr verwässert alles, weniger treibt das Risiko nach oben. Also ca. 20 Werten sollten es im deutschen Bereich dann schon sein. Normalerweise hätte ich an der Stelle jetzt gesagt, okay, schauen wir mal ins Portfolio. Aber du hast ja schon angedeutet, manchmal geht der ganz raus. Und das ist das Spannende. Ihr seid komplett draußen, Stand jetzt. Wir treffen uns auf der Invest in Stuttgart. Und die Cashquote ist 100%. Das heißt, die Börsenampel ist gerade auf Rot. Ja, die Börsenampel ist aktuell auf Rot. Das hat uns auch sehr, sehr viel geholfen. Unsere Wertentwicklung für dieses Jahr liegt bei -1%. -1% ist für dieses Jahr, für einen Momentumansatz, auch ein sehr, sehr guter Wert. Hat sich aber auch dadurch ergeben, dass wir rechtzeitig vor den Turbulenzen im Technologiebereich draußen waren. Und in der Tat sind wir noch draußen. Allerdings kann es durchaus sein, dass wir nächste Woche wieder rein müssen. Da werden wir einfach abwarten, wie die Märkte heute schließen. Und da sind wir dann ja auch schon beim zweiten Teil dieses Wikifolio-Titels, also dem Momentum. Ja. Welche Rolle spielt das bei euch? Das ist wahrscheinlich diese Börsenampel, die euch dann anzeigt, rein, raus oder eben abwarten. Ja, also Momentum, das Wort Momentum bezieht sich auf die Auswahl der Titel. Das heißt, wir haben einen dynamischen Momentum-Ansatz kreiert. Die Momentum an sich ist ja uralt. Seit Jahrzehnten wird ja auch, ich glaube, O'Shaughnessy war der Erste, der darüber geschrieben hat, vor ungefähr 40 Jahren. Über Momentum wurde ja sehr viel geschrieben und es ist bekannt, dass ich ein schönes Alpha, eine schöne Outperformance dann erreiche, wenn ich in die trendstärksten Aktien investiere. Wir haben das Ganze übernommen und haben das aber weiterentwickelt. Das heißt, wir gehen nicht dann in eine Aktie rein, wenn die über einen bestimmten Zeitraum die beste war, sondern wenn der Trend sehr stark ausgeprägt ist. Und das bedeutet einfach Momentum und das bringen wir aber auch den Kunden in Seminaren bei, wie das Ganze funktioniert. Die Risiko-Overlay, die Börsenampel, ist wieder drüber gestülpt und hat mit dem Momentum eigentlich nichts zu tun. Das heißt, die Börsenampel sagt uns nur, sollen wir überhaupt in den deutschen Markt investieren oder nicht? Und das Ganze ist wie so ein Overlay drüber gestülpt. Und wenn die Börsenampel sagt, oh, jetzt wird's kritisch auf dem deutschen Markt, dann verkaufen wir alles, auch trendstarke Aktien, dann wird alles verkauft und wir sind komplett draußen. Und das war, wie gesagt, die letzten 3 Jahre und 4 Monate tatsächlich 5-mal der Fall. Kommen wir zum letzten Wort im Titel quasi, Protect. Welche Rolle spielt der Protect-Ansatz? Ja, Protect, das ist das Risikomanagement. Ein Protect habe ich schon genannt, nämlich das Absichern über die Börsenampel. Zweitens, 22 Titel nehmen, nicht weniger. Damit habe ich eine Diversifizierung, die optimal ist. Ich verwässer keine Ideen, aber ich bin auch nicht in zu wenig Titeln drin. Und dann gehen wir eben, wenn das Momentum einer Aktie nachlässt, aus der Aktie wieder raus und gehen gleichgewichtet wieder in andere Titel rein. Diese 3 Elemente sind praktisch das Protect im Sinne des Risikomanagements. Vor dem Ausverkauf, nenne ich es jetzt einfach mal, vor dem Komplettverkauf, wurde mindestens einmal die Woche getradet. Ich habe mal so geschaut. Ja. Wie aktiv müsst ihr denn auch sein? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ja, also wir sind ziemlich aktiv. Gut, in Phasen, wenn wir aus den Aktien ganz raus müssen, ist es logisch, dass ich dann alle 20 Aktien schon verkaufen muss. Und wenn ich 1-2 Wochen später wieder ein Grünsignal habe, sind es nochmal 20 Käufe dann wiederum. Und dann ist es auch so, dass wir im Schnitt des Jahres ungefähr 60 Aktien kaufen und verkaufen. Im Schnitt der Jahre. In Jahre, wenn wir ganz raus müssen, ist es natürlich mehr. Also aktiv ist der Ansatz schon. Das ist aber auch dem Momentum geschuldet. Ich kann keine Momentumstrategie machen, wenn ich nicht aktiv bin.
Kommentiert wird übrigens gar nicht so viel. Ich hatte mal geschaut. Ich habe nur gesehen, dass eben erklärt wird, Verkaufssignal, alles wird verkauft oder Kaufsignal, jetzt wird wieder gekauft. Ja. Zur genauen Aktienauswahl sagt ihr gar nicht so viel. Warum eigentlich nicht? Was wir machen, wir erläutern schon. Also wir machen einmal im Monat machen wir einen Kommentar. Das ist immer, wenn ein Monat rum ist. Dann schreiben wir in den Kommentar rein, welche Aktien in dem Vormonat gekauft oder verkauft wurde. Dann verweisen wir aber auch auf unsere Homepage und in unserer Homepage wird ganz transparent und ganz, ganz offen, ohne Blackbox, genau erläutert, wie wir in die Aktien reingehen, warum wir in die Aktien reingehen. Also insofern, wenn einer vom Wikifolio-Kommentar noch einmal rüberschaltet in unsere Homepage, dann sieht er wesentlich mehr Informationen. Ja, und da sieht er dann auch, wenn das Signal wieder da ist, was gekauft wird. Du hattest jetzt gesagt, unter Umständen ist es ja bald schon wieder soweit. Ich hatte schon gesagt, wir treffen uns auf der Invest am Freitag. Also alle, die das hören, die hören es wahrscheinlich, wenn die Invest schon vorbei ist. Habt ihr da schon was im Auge, was ihr kaufen würdet? 110 Werte im HDAX. Gibt's da Präferenzen? Also die Momentumliste, die läuft natürlich im Hintergrund immer weiter und wird aktiv gemanagt. Das heißt, auch in den Phasen, in denen wir gar nicht investiert sind, wissen wir natürlich, welche Titel wir dann kaufen müssten, wenn wir wieder reingehen oder wenn wir kein Rotsignal hätten, welche Titel das gerade sind. Da muss ich aber ehrlich gesagt sagen, das weiß ich gar nicht auswendig jetzt. Aber es gibt in der Tat auch für heute 20 Titel, die wir kaufen würden und sollte nächste Woche ein Grünsignal kommen, wüssten wir natürlich auch sofort, welche 20 Titel jetzt wieder in der Rangliste, das wird ja immer strukturiert nach Rangliste, welche auf Platz 1 bis 20 sind. Ja, wir sind gespannt. Lässt sich ja nachverfolgen. Vielen Dank, Werner Krieger von der GFA Vermögensverwaltung mit der GFA Börsenampel und dem Wikifolio Deutsche Aktien Momentum Protect. Vielen Dank. Bedanke mich auch. Börsenradio Network AG. Ihre Information rund um die Börse.